Und hier gibt es einen kleinen Trick, den wir machen werden. Und zwar möchte ich wieder. Oh, komm, schnell. Möchte ich schon. Oh, du hast eine grüne Frisur. Ich möchte auch natürlich schnell leveln. Und da gibt es einen Trick. Und zwar, wenn man ganz oft den anderen Mitspielern hilft, also vor dem Boss seine weißen Steine, Specksteine setzt und den hilft, dann. Dann levelt man extrem schnell, weil man bekommt für jeden Boss-Kill 2500 Seelen hier, glaube ich. Dann mache ich das einfach so, wie viel? 20, 30, ne, 40 Mal oder so, dann habe ich 100.000, dann kann ich auf welches Level hochleveln? Matze, du hast ja, glaube ich, einmal für immer. Ich habe da 100.000. Ja. Und bin auf 50 oder so. Okay, weil dann level ich gleich auf Level 50. Dann werde ich eine Folge machen, wie ich nur Bosse besiege oder so. Falls überhaupt. Also es sind pro Run kriegst du 4.500 etwa. Okay. Aber du kriegst ja beim ersten Mal selbst besiegen schon 10.000, 20.000 oder so. Ja. Das hier ist nebenbei der erste Boss. Ist eigentlich ziemlich einfach sogar. Immer schön auf die Füße klopfen. Dann der Stampf einfach kurz weggehen. Wow. Alter, war ich nicht schön. Muss ja eben kurz weggehen. Oh, ouch. Nicht besiegen lassen. Ich würde mein Bestes geben. Jetzt haut er seine eigene Hand ab. Wow, ich muss aufpassen. Da machen wir doch genau viel Schaden. Ja, der macht extrem viel Schaden. Aber unser Odin, der ist da ziemlich stark. Nein! Oh mein Gott. Ich bin im Menü gefangen. Ach, schön ausgeglichen. Jawoll! Dankeschön. Ich hab gesiegt! Oder wir haben gesiegt! 10.000 Seelen bekommt man. Die werde ich erstmal in Stärke und in. Nee, die werde ich erstmal nur in Vitalität investieren. Und die anderen kommen dann alle in Stärke rein. Das bedeutet, wir haben den Schlüssel freigeschaltet. Aber ich kann eigentlich hier bleiben. Es gibt ja den großen und den kleinen Speckstein, ne? Ja. Mit welchem hilft man da eigentlich besser? Beziehungsweise, wo bekomme ich überhaupt den großen her? Du hast den großen von dem Typen gerade eben bekommen. Und den kleinen bekommst du, der ist über dem Lagerfeuer, wo die Händlerin ist. Sondern in so einer Kiste, glaube ich, war der drin. Achso, okay, dann die kann ich dann gleich erst aufmachen. So. So, das heißt, ich gehe jetzt wieder zurück. Ich benutze keinen Heimkehrknochen. Ich hast du da ein Symbol gelegt? Ja. Eventuell könnte ich dich ja noch rufen. Musst du den Boss auch noch machen? Ja, natürlich. Ach. Hast du dir auch komplett neuen gemacht? Ich hätte eine andere Welt gerade gerufen. Ja. Hast du dir doch einen neuen Account, also einen Char gemacht? Ja, ich wollte ausprobieren, was ich mit diesem Stein so bekomme, aber es war nichts Tolles. Okay. Ja, manchmal bekommt man da was Tolles. Oh, hier ist wieder so ein Barbar, der komplett nackt ist. Also es gibt eine Rüstung, die anscheinend komplett unsichtbar ist. Die bekommt man. Ich habe mich spoilern lassen unfreiwillig, aber ich werde es nicht benutzen. Auch wenn die so gut sein soll, werde ich das nicht machen. Ich werde mit der Rüstung kämpfen, die ich habe. Jetzt geh da rein, du Penner, Junge. Was denn los mit dir? Gehst du heute oder morgen? Okay, dann stehen wir ein bisschen AFK. Ah, jetzt equippt er sich. Oh, jetzt ist er cool, jetzt kann er Sachen anziehen. Oh, ich bin so super, ich alber rum hier. Ich hoffe, der stirbt gleich beim Boss. Stirb! Wieso kann man hier kein Teamkill machen? Jetzt kann ich mal gucken, ob ich vielleicht besseres Gear habe. Das sieht ja schon ein bisschen besser aus, ne?
Der Helm ist cool, der Helm ist cool. Ah, jetzt geht der rein. Kämpft anscheinend nicht zum ersten Mal gegen den Boss. Kein Wunder, wenn er so schlecht ist und die ganze Zeit dumm flachs. Oh, 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 oh. Ja, was sag ich? Der stirbt instant. Instant, Junge. Aber Hauptsache rumflachsen. Richtiger Vollidiot, ey. Falls du das Video siehst, stirb einfach nur. Ich hasse dich. Du Vollidiot. So, Mats, ich leg da nochmal einen Speckstein. Und zwar... genau in die Mitte vom Raum. Ich hab den Boss gerade eben schon besiegt. Okay. Kein Problem. Bei mir ist das nicht so ein Problem mit... Wie bekommt man eigentlich die Tür davor auf? Weißt du? Das ist eine sehr gute Frage. Die hat das also auch noch nicht aufbekommen. Nee. Ich hab die mit meinem Main, glaube ich, auch noch nicht aufbekommen. Einiges versucht, aber hat noch nicht so geklappt. Genau, wir haben hier den Shortcut freigeschaltet. Nee, 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 nee. Hallo. Bei der habt ihr auch mal nichts zu kaufen. Ich wüsste nicht, was man da kaufen könnte. Deswegen gehen wir weiter nach oben. Und zwar gibt es hier einen schönen... Genau, diese Türen kann man mit den Soldatenschlüssel benutzen. Und hier suche ich etwas Besonderes. Und zwar den Speckstein. Handachs schimmernder Lebensstein. Schimmernder Lebensstein ist die große Version von dem kleinen Lebensstein. Kleiner Lederschild, Reparaturpulver. Ob wir das jemals benötigen werden. Na, nicht schlafen. Streitkolben ist in Gefahr. Kein Problem für uns. Können wir so stehen lassen. Matze hat gerade wieder seine Windows-Update, schreibt er mir. Der Arme. Muss immer sagen, wenn er wieder auf dem Teamspeak ist. Und eine Essensflakonscherbe. Sehr, 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 sehr schön. Wonderful. It's a wonderful life. So, da müssen wir... Das habe ich im Livestream 4-mal oder so hintereinander verkackt. Und ich verkack's wieder! Kann's nicht sein. Oh, ich muss mich eben heilen, sonst sterbe ich. Nein, 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 nein. Schnell, schnell, schnell. Ja, ich habe keine Heilung. Okay. Mit einem HP darf ich jetzt den Boss besiegen. Also was heißt ein HP? Ein Schlag vom Gegner und ich bin tot. Okay, ich glaube, ja, viel Glück. Ah, das wird schon, das wird schon. Komm, Bobby, geh rein. Wir heilen uns langsam. Ja, der wurde schon besiegt. Lol, ne. Der andere Helfer wurde besiegt. Der Boss ist ziemlich einfach. Man muss eigentlich immer nur... Eieiei. Man muss eigentlich immer nur den Füßen auskommen. Und man muss am linken Bein und nicht am rechten stehen. Deswegen ganz schnell ein Item benutzen. Damit heilen wir uns voll. Und wir sind tot. Oh, ich muss... Das ist richtig behindert beim Spiel gemacht. Sorry, tut mir leid für dich. Aber du hast mich echt an eine Situation gerufen, wo ich keine Heilung hatte. Das fand ich mega beschissen am Spiel gemacht. Wenn ich mir diese Heal-Sachen reinlege und die einmal laggen, dann verschwinden die aus der Kurzleiste. Ja. Und das kotzt mich mega an. So, Matze ist wieder da. Ich switche den mal eben rein. So, hallo. Hallo. Ich bin gestorben, ich im Menü war wieder. Mega erbärmlich.
So, ich gehe noch einmal das Item holen und dann werde ich so einen kleinen Cut machen. Dann je nachdem, ich weiß noch nicht, ob ich das Ganze zeigen werde, wie ich da Seelen farme. Ich denke schon. Wenn nicht, dann nicht. Also viel wird da nicht passieren. Das wird einfach nur ein bisschen Blabla sein und ja, ne? Der Boss ist ja eigentlich ziemlich einfach. Obwohl, ich mach's lieber bei dem anderen Boss, oder? Da ging's das doch deutlich schneller. Na, ich spiele erstmal weiter. Ich farm die Seelen bei dem anderen Boss. Bei dem nächsten. Da ging das nämlich ziemlich schneller. Weil man gibt's einen Trick, wie man den One-Hit fast töten kann. Wenn man's drauf hat. Kommt natürlich immer auf dein Team an, aber ich denke jeder. Der weiß, wie man seinen Namen buchstabiert hat, sollte dann in der Lage sein, zu schaffen. Einmal kurz aufsteigen. Wir leveln Vitalität, Konditionen auch nochmal auf 10, ne, auf 8. Nochmal Vitalität auf 11. Somit haben wir ein bisschen mehr HP. HP ist nämlich auch wichtig im Spiel. Ein bisschen mehr schadet nie. Erstes Flakon können wir nochmal upgraden. Bearer of the less. Erstes Flakon verstärken. Yep. So, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Zum nächsten Boss. Aber ich weiß, man konnte 4 oder 5 Türen öffnen mit dem Schlüssel, den wir bekommen haben, wo man so ein paar Items losbekommt. Und die weiß ich leider gerade nicht. Die habe ich eben sogar gesehen. Muss ich mir später mein eigenes Let's Play angucken, um zu gucken, wo ich die Türen finde. Könntet ihr auch alle sagen. Ja, oder so. Also, eine Türe ist, wenn du... Beziehungsweise, es sind sogar 2 Türen direkt. Wenn du vom Leuchtfeuer die Leiter runter gehst. Okay. Dann ist eine über der Brücke. Über der Brücke? Mhm. Über welche Brücke? Wenn du runtergehst, dann kommen dir doch direkt 2 Zombies oder genau, was weiß ich, entgegen. Und einer kommt direkt über eine Brücke und... Ja genau, da gehe ich jetzt als erstes mal rein. Da gehe ich als erstes. Oh, nein, nicht runterfallen. Wir haben inzwischen schon 4 Estes Flakons. Okay, in der Tür bin ich jetzt. Jetzt gucke ich jetzt mal, was wir hier haben. Das war... Genau, da ist einmal eine Kiste. Schau mal, was drin ist. Ring der Wiederherstellung und Fackel. Der Ring der Wiederherstellung ist absolut beschissen, aber wir ziehen ihn an, weil wir keinen anderen haben. Und zwar stellt der sehr langsam HP wieder her. Und mit sehr langsam ist wirklich sehr, 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 sehr langsam gemeint. Was haben wir hier? Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Okay. Ja, viel mehr ist hier nicht. Dann können wir wieder zurückgehen. So. Okay, die Tür haben wir geöffnet. Wo waren die anderen beiden Türen? Die nächste ist, wenn du über die Brücke rechts durch den Torbogen gehst. Ah, ja, genau. Dann ist rechts die nächste Tür. Okay, da bin ich jetzt gerade. Versuchen wir einfach mal ein paar Phantome zu rufen. Vielleicht kommt ja jemand ins Spiel. Hallo? Der Weg ist aber auch etwas anstrengender. Okay, schaffen wir aber schon. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, geh doch weg! Boah, Junge. Blockt der mich, ey. Was für ein Schwein. Schwarze Feuerbombe, Heimatknochen. Jo, Brudi, alles frisch. Erstmal heilen, erstmal heilen. So eine Feuerbombe zieht doch extrem viel Leben ab, weil ich nichts gegen Feuerresistenz habe.
Sack. Boah, der hat so eine helle Bade. Ich liebe so lange Waffen. Kann man sich mega einen Vorteil verschaffen. Er hittet mich einfach. Öffnen. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier gibt es noch ein Leuchtfeuer. Gehen wir erstmal hier unten lang. Sag einfach Dauer. Einfach Dauerangriff machen, bis der tot ist. Ich muss mich immer wieder heilen, immer wieder. So, hier haben wir, zack, Bastardschwert. Ah, hier haben wir das erste Bastardschwert gefunden. Ich glaube, so eins werde ich sogar benutzen. Mag ich eigentlich mehr. Das habe ich auch mit meinem Main im Livestream gespielt. Wer den gesehen hat, Mucke der Beste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, aber ich finde, diese Schildkröten sind inzwischen gar nicht mehr so schwer. Wenn man einmal Schaden macht. Ich fand die nie wirklich schwer. Ich fand die am Anfang schwer. Seele eines Sammlers. Boah, ist ein roter Apfel. Also wir haben auch schon Sachen gefunden, dass wir invasieren könnten. Da fühle ich mich noch nicht stark genug, um Leute zu invasieren. Und da gibt es echt ein paar alte Falter, die haben es drauf. Hier war irgendwo jetzt ein Leuchtfeuer, wenn ich mich richtig erinnere. Na, hier waren wir eben. Ich weiß aber genau, dass hier ein Leuchtfeuer war. Irgendwo hier muss das gewesen sein. Hier mal nochmal. Gelbes Gold, grüne Blüte. Grüne Blüte ist, damit die Ausdauer für eine Zeit lang schneller regeneriert. Gelbes Gold war, ich glaube, um Mana-Punkte wiederherzustellen. Hier haben wir eine Kiste. Was haben wir da? Große Seele, Jägerhut. Ah, hier haben wir nebenbei die Lederrüstung, die du so gesucht hast. Okay, aber wir haben eine ganz starke Rüstung eigentlich schon an als Krieger. Als Bettler hatten wir diese Lederrüstung an. Hier wollen wir das Leuchtfeuer aktivieren. Wir werden es aber nicht dran setzen, werden weitergehen. Hier ist nichts. Komischerweise, wieso ist hier nichts? Hier gibt es bestimmt einen Geheimgang. Dann nicht. Dann haben wir das geschafft. Dankeschön, mein Freund. Und dann können wir wieder zurück. Mehr war hier nicht, ne? Hier war die Lederrüstung. Nicht, dass ich jetzt hier noch was vergessen habe. So, wo war die nächste Tür? Die nächste Türe war... Wenn du Richtung dem ersten Boss gehst, ja, dann geradeaus bei den beiden mit dem Schild vorbei, dann nach rechts. Genau, und das ist für den nächsten Boss schon, ne, die Tür. Richtung... Moment, hier lang, hier lang. Commit, commit, genau. Zetiria, commit. Moment. Hier lang müssen wir so. Jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. Jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. Hier lang. Kommen jetzt wieder zu NPCs. Wieder zwei Schildkämpfer. Oh, verpisst euch mit einem Dreckschild. Okay, nice. Sehr schön. Und hier geht's zum nächsten Boss. Und das ist, glaube ich, auch die letzte Tür. Sonst fällt mir keiner mehr ein, wie man mit diesem Schlüssel öffnen kann.
Kolben ist in Gefahr. Kein Problem, wir nehmen einfach das Rüstzeugschwert. Kann ich das anziehen, bitte? Sag ja. Nein, ich kann es nicht anziehen. Dann nehmen wir einfach das Kurzschwert. Kein Problem, wir improvisieren. Ich muss gleich unbedingt aufleveln. Hello everybody. Und unten was? Ne, da haben wir nichts. Hier geht's auch schon in Richtung des nächsten Bosses. Ist hier noch ein Item? Ja, da ist noch ein Item, das nehmen wir auch nochmal mit. Seele eines namenslosen Soldaten. Diesen Boss werden wir gleich farmen, weil da gibt es einen kleinen Trick. Ah, jetzt. Oh, ich habe den weggeklickt. Das war uncool. Oh, yeah. Na komm, na komm. Genau, nämlich hiermit kann man den extrem viel Schaden machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der hat bei mir so ein Katapult, eine Armbrust kaputt gemacht. Ah, nein, 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 spannen. Genau, lock den, genau. Und jetzt, BATS! Haben wir den Hälfte live abgezogen und wir haben nur einen Schuss von der Salve getroffen, glaube ich. Nein! Man muss wirklich perfekt stehen. Aber der stellt sich ein bisschen zu weit und... Der muss ein bisschen... Komm, Bro, genau, genau, genau. Genau so stehen bleiben, genau so stehen bleiben. Der sieht doch, wo die Pfeile hingehen. Genau so. Nein, 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 nein. Jawohl, nein. Das ist der übelste Kampf hier gerade. Genau, jetzt, jetzt, jetzt. Ah, 1 Millimeter daneben. Ja, Mann. 1 HP nur noch. Jawohl, er hat ihn besiegt. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bringe das zur Folge. Dankeschön, Dankeschön. Ich verbeuge mich vor dir. Xenita, du hast mir sehr viel weitergeholfen. Aber irgendwie ist das noch nicht vorbei. Wir haben hier wieder... Ah, jetzt ist es vorbei. Schade. Mein Freund ist weg. Und hier werden wir erstmal bleiben, denn hier werden wir den Leuten jetzt helfen. Hast du den Boss schon gemacht? Nee, aber ich bin auch schon raus. Okay. Was haben wir denn so an Items? Stärkt vorübergehend Glück und sowas haben wir. Und da kann man schon, da braucht der Erste schon die Hilfe. Darf ich dir noch einen Tipp geben? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, was man mit diesen Steinen macht, wenn du das große weiße Symbol benutzt. Dann bekommst du als Belohnung so einen Stein, mit dem ich nicht weiß, was man anfängt. Okay. Wenn du den kleinen benutzt, dann bekommst du einen verstärkten Lebensstein, was, glaube ich, nützlicher sein könnte jetzt gerade am Anfang und so. Okay. Dann werde ich die kleinen Steine benutzen. Hier. Na komm. Schieß, 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 schieß du. Na komm. Batz, da haben wir den schon mal getroffen. Komm, der muss genau hier hin. Wir müssen genau hier hin. Jawohl. Komm. Übrigens zum Thema Teamkill von vorhin. Ja? Das ist eine Stelle, an der du dein Team killen kannst, wenn du möchtest. Genau. Ja, das hast du sehen beim ersten Mal eingetreten. Aber da seht ihr, wie einfach das ist. Man muss nur blocken. Man verliert auch keine HP.
Man muss einfach nur wissen, wo man ihn tanken muss. Und das gibt wie viele Seelen? Ich glaube 4500 pro Run. Das werde ich jetzt die ganze Zeit machen. Zeichen der Treue habe ich bekommen. Sieht er bei dir echt so leicht aussieht, der Boss, ne? Ah, den kann man auch ohne schaffen. Also ich habe den ja beim ersten Mal, glaube ich, im Livestream sogar teils ohne geschafft. Aber es heißt nicht teils, so nicht viel teils, aber ein bisschen teils. Yo Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr jetzt noch die eine der letzten DayZ-Folgen und unten den letzten Dark Souls Part. Haut raus! Juhu!